Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute für euch Tikka Masala vegan. Hallo und herzlich willkommen zu Bananenbrot TV. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich auf jeden Fall wieder für euch kochen zu dürfen. Es war mal wieder eine etwas längere Pause, aber Corona geht mir einfach so dermaßen auf den Sack. Möchte ich nicht drüber reden. Wir testen jetzt heute mal wieder ein Internetrezept für euch. Und hier ist mein Internet. Nein. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen von einem veganen Tikka Masala. Und da wir ja die indische Küche lieben und unser Lieblingsrestaurant gerade sehr, sehr doll vermissen, holen wir uns jetzt die indische Küche nach Hause und machen Tikka Masala. Da bin ich auf YouTube drauf gestoßen. Tolles Rezept. Es ist ein Internetrezept, weil es ja auf YouTube war. Und ich habe das dann einfach mal ganz schnell hier aufgeschrieben, ne? In mein schlaues Notizbuch. Na, schauen wir mal. Kann das einer lesen? Meine Schrift kann man nicht lesen. Ist ja auch wurscht. Was ich halt so ganz toll finde, ist, es ist ein veganes Rezept. Weil wir gerade mal versuchen, uns vegan zu ernähren. Und wenn jetzt irgendeiner irgendetwas dagegen sagen möchte, dann soll er das einfach für sich behalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe was für euch vorbereitet. Wollt ihr gucken? Komm, komm, komm. Ich habe für euch vorbereitet. Kichererbsen. War ganz schwierig, die aus der Dose rauszuholen. Tomaten habe ich geschnitten. Dann kommen aber nochmal Tomatenstücke dazu. Zwiebeln, die stinken schon ohne Ende. Hier sind zwei Knoblauchzehen. Die habe ich noch nicht zerdrückt, weil sonst stinkt es nicht nur nach Zwiebeln, sondern auch nach Knoblauch. Cashewkerne kommen rein. Achso, wahrscheinlich wollt ihr wissen, was das hier für Gewürze sind, ne? Tikka Masala Paste. Ich musste gerade überlegen, wie das heißt. Chili. Koriander gemahlen. Da hinten steht Salz. Ja, Salz. Was mich total ärgert mal wieder ist, dass es keinen frischen Koriander gab. Sonst gibt es immer frischen Koriander. Wenn ich ihn brauche, gibt es keinen frischen Koriander. Aber es gab frische Petersilie. Whatever. Deswegen müssen wir gemahlenen Koriander nehmen. Süßkartoffeln kommen zu dem Gericht. Die habe ich schon vorbereitet. Die sind schon vorgekocht, damit das einfach ein bisschen schneller geht. Als Beilage zu dem Tikka Masala gibt es Reis. Den habe ich auch schon gekocht, damit das einfach für euch schneller geht, weil wir haben schon 20 nach 8. Ich habe heute so extrem rumgetrödelt. Dieses Messer, ich bin so stolz auf dieses Messer, beziehungsweise ich war stolz auf dieses Messer, weil ich endlich mal wieder ein schönes, großes, scharfes Messer hatte. Es ist tatsächlich scharf. Messer hat gewonnen. Okay, ich muss jetzt eben den Knoblauch zerdrücken. Einfach so. Oh, ich traue mich gar nicht. Geht in Deckung. Die Frau hat ein Messer in der Hand. Eigentlich kommen zu diesem Gericht 4 Knoblauchzehen, aber die sind so groß und da habe ich mir gedacht, da reichen auch 2. Wir müssen das jetzt anbraten. Kommst du mit? Wie ist es euch denn so ergangen, so in letzter Zeit? So Corona-technisch, alle gesund, habe ich schon mal gefragt. Aber es ist ja halt so, dass man immer wieder mal nachfragt, ne? Ob alle gesund sind, ob es euch gut geht, wie ihr mit der ganzen Situation umgeht. Habt ihr genug Klopapier? Ich hätte noch ein bisschen, könnte ich euch schicken. Ich bin ja so froh, dass die Geschäfte endlich wieder gefüllt sind, dass es endlich wieder normales Einkaufen gibt und nicht dieses, oh, ich kriege kein Klopapier, ich kriege kein Mehl, ich kriege kein Nix, ich kriege gar nichts. Ich hasse Einkaufen sowieso. Und jetzt zu der Corona-Zeit hasse ich es noch mehr. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Zwiebeln da rein. Kladusch. Knoblauch. Ich muss das schon mal runterdrehen, damit mir das hier nicht anbrennt, ne? Jetzt kann ich labern, was ich will. Man hört mich eh nicht, weil das hier so brutzelt. So, Leute. Eins muss ich euch ja sagen, ne? Also, wenn ihr hier auf den Kanal gestoßen seid und uns zum ersten Mal seht und ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Weil dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Dann seid ihr immer... Nee, ihr müsst die Glocke abonnieren. Genau, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und ihr erfahrt immer als erstes, wenn wir ein neues Video für euch am Start haben. Und wenn euch das Video jetzt gefällt, bis jetzt gefällt, dann lasst ein Like da. Erzählt mir ein bisschen, wie es euch so geht, was ihr so treibt. Habe ich vergessen, Jungs. So, boah.
Das riecht so geil. Ich glaube, das habe ich schon tausendmal gesagt. Jedes Mal, wenn ich Zwiebeln und Knoblauch hier für euch andünste, sage ich, das riecht so geil. Wenn ihr das riechen könntet. So, dann kommen die Tomaten dazu. Willst du das mit aufnehmen? Dann mache ich die auch noch dabei. Blub, 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 blub. Ich habe ja mal vor ein paar Wochen so erzählt, ne? Was ich abnehmen wollte. Dass ihr das vielleicht verfolgen könnt, wie ich abnehme. Könnte aber nicht. Aber es klappt gut. Also ich nehme mindestens dreimal die Woche die Wäsche ab oder was anderes ab. Aber an Gewicht nehme ich nicht so viel ab. Aber ist mir auch total egal, weil man kann ja eh nicht in Urlaub. Und wenn ich jetzt so klapperdürre wäre und ich krank wäre, was machst du da? Hast du gerade gesagt, dick? Nix. Ah, wenn ich jetzt so klapperdürre wäre und krank werden würde, wäre ja auch scheiße, wo? Hätte ich ja gar nichts zuzusetzen. Würde Oma weiter sagen. Das lassen wir jetzt mal kochen. Dann kommen jetzt noch die Cashewkerne rein. So, Kinder. Das muss jetzt eine Viertelstunde kochen. WTF! In einer Viertelstunde sind wir wieder für euch da. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Okay, bis gleich. 2000 Jahre später. Juhu, die 15 Minuten sind um. Nochmal. Das hat jetzt hier gekocht, ne? Die Tomaten, das ist, im Grunde sind da ja nur Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch und die Cashewkerne drin. Das muss jetzt in den Smoothie-Mixer. Ich Müssen habe. deswegen drüber kommen. Da hätte ich schon nicht mehr drüber kommen müssen. Ich habe ja nicht gesagt, komm mal mit. Wie so ein Kameramann, so, ne? Wie so ein Professioneller. So. Du bist echt so in die Hocke gegangen, ne? Was habe ich gesagt? Das muss jetzt in den Smoothie Maker. Ich habe so einen Schiss, dass das Ding explodiert oder dass ich mich verbrenne, während ich das da einfülle. Explodiert. Hä? Das Ding soll explodieren. Naja. Nein, wegen der Hitze und dem Druck und so. Egal, mach mal. Ich habe Schiss, ne? Das ist viel zu hoch. Oder ich bin zu klein. Alter, das kriege ich nie im Leben da rein, ne? In 5 Stunden ist das Essen nun fertig. Ja, das kriegst du anders nicht da rein. Ey, ich freue mich so, dass ich endlich mal wieder für euch koche, wo? Oh. Explodieren. Könnte explodieren wegen der Hitze, glaub mal. 3, 2, 1, los. Tschüss. Okay, reicht. Ich hab's doch gesagt, hast du gehört? Das zischt richtig. Ich hab's euch gesagt, Leute. Es wird nicht explodieren. Ich habe Stopp. es euch gesagt. Wow, das ist genauso, wie es sein sollte. Ich bin amazed. Genauso sollte das aussehen. WTF, what the fact? Jetzt brauchen wir einen Esslöffel Öl. Ein Teelöffel Chili-Pulver. Ui, ist schon mal ein bisschen daneben. Och, verdammte Axt. Ach, ist ein bisschen mehr als ein Teelöffel, aber macht ja. Da machen wir jetzt so eine kleine, so eine, nicht so eine kleine, da machen wir jetzt so eine Paste raus. Das ist gleich schon fertig, Leute. Und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Die müssen jetzt hier rein. Ich nehme das mal runter, Wurst. Das muss jetzt damit verrührt werden. Also die ganzen, oh, jetzt ist der ganze Herd wieder ausgegangen. Die ganzen Kichererbsen sind und hat den Kopf hochgehoben. Die ganzen Kichererbsen müssen jetzt so schön bedeckt werden mit dieser Paste. Dann kommt das hier rein. Guck mal, wie schön das aussieht. Cool, wa? Das ist echt gleich fertig, Leute. Jetzt kommen die Gewürze. Da kommen jetzt rein Masala-Paste. Boah. Geil.
ein Teelöffel Koriander. Das wird jetzt schön miteinander verrührt. Ein Teelöffel Salz. Ich nehme auch hiervon nicht einen ganz vollen. Ich nehme so. Das reicht schon. Dann kommt jetzt nur noch die Süßkartoffel dazu, die ich ja schon vorgekocht habe. Die kommen jetzt da rein. Dann geht es einfach ein bisschen schneller, ne? Man könnte die auch roh da reinmachen, dann müsste es aber noch mal ein bisschen kochen. So ist es halt einfach ein bisschen schneller. Das muss jetzt nur noch ein bisschen durchziehen. In der Zeit, wo das durchzieht, schneide ich mal eben ein bisschen Petersilie. Ja, ich habe so Angst vor diesem Messer. Noch schöner wäre es, wenn das jetzt Koriander wäre, perfekt, Leute. Habe ich gesagt, dass ich schon Reis vorgekocht habe? Ja, aber. Mach auch nur ein bisschen da rein, erstmal so. Den haben wir wieder mit Kurkuma gekocht, den Reis, weil ich liebe das einfach, wenn der mit Kurkuma gekocht wird. Diese Farben, das ist geil, so. Dann braucht ihr einfach nur noch ein bisschen von der frischen Petersilie drüber streuen. Und natürlich werde ich jetzt wie immer das Gericht für euch probieren. Das sieht echt aus wie beim Inder, oder? Boah. Also, es ist richtig, richtig geil. Okay, Bewertung. Ganz kurz und knapp. Zubereitung? 10. Weil es ist relativ schnell zubereitet. Ihr könnt die Süßkartoffeln vorbereiten und das dann einfach unter die Soße dann hinterher drunter heben. Reis dazu gekocht. An und für sich ist es eine recht schnelle, gute Zubereitung. Von den Zutaten her, bla bla bla. Aussehen, es sieht super lecker aus. Kriegt von mir auch eine 10. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass ich totaler Fan von der indischen Küche bin. Muss ich gar nicht weiter viel zu erzählen. Geschmack 10 plus. Das ist geil. Diese Gewürze, ne? Ich liebe einfach mit Gewürzen zu kochen und immer wieder auszuprobieren. Glatte 10 für alles. Wirklich super, super, super lecker. Ganz tolles Rezept. Kann ich euch empfehlen, nachzukochen, wenn ihr das Rezept haben möchtet. Ich habe es in der Beschreibung, die Zutatenliste, Zubereitung seht ihr ja in dem Video. Und dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Schmeckt lecker, super Alternative zum Fleisch. Hier unten könnt ihr noch zwei andere Videos von uns sehen. Ich esse jetzt, bevor es kalt wird, und sage nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen,